Ja, für mich war es der erste Auftritt da und die Strecke ist halt relativ kurz und am Anfang habe ich ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt und war nur so auf Platz 10 oder 12. Erst am letzten Kilometer bin ich richtig ins Rennen gekommen und dann auf dem dritten Tier, aber zwei Ersten, der Wartner-Andi und der Axel-Andi waren heute eine Klatsche für sich. Also die Konkurrenz, sehr stark heute zu fahren. Ja, wie immer bei den Bergrennen in Tirol, das ist eigentlich die Krempe der Krempe Bergfahrer am Start und so war es heute auch. Und ist mir jetzt zum dritten Platz gereicht und ich hoffe, dass bei der österreichischen Meisterschaft auf der Nordkette im September dann meine Form entweder besser ist. Lukas Gonzalez, bei ja, die Nordkette-Profi ist ja noch lange hin, bis dort sind sicher noch einige Rennen. Ja. Was sind denn deine nächsten Stationen? Ja, für mich steht morgen schon die dritte Station der Mountainbike Challenge, der Marathon-Serie in Österreich im Programm, wo ich zurzeit in der Gesamtwertung führe und da müssen wir morgen nach Niederösterreich. Da erwartet mir leider eine Schlacht. Schlacht und kein schönes Bergrennen.